Hallo, ich bin Mike Gericke und das ist mein Auto-Autoren-Interview. Wer ist Mike Gericke? Eine Frage, die ich mir seit 21 Jahren versuche zu beantworten, denn so alt bin ich. Ich habe extra Philosophie dafür studiert, aber ich habe bis jetzt keinen Erfolg gehabt bei der Beantwortung. Aber ich bin noch dran. Wofür brennt Mike Gericke? Wofür brennt Mike Gericke? Vielleicht für irgendwelche ketzerischen Aussagen, wenn die AfD dann gewählt wird? Who knows? Was nervt Mike Gericke? Viel zu viel, als dass es jetzt hier in so ein kleines Filmchen passen würde. Ich bin einfach ein Quengelkopf. Was sollte man über Mike Gericke wissen? Am besten nicht zu viel. Am besten nicht zu viel. Oh, das ist schön. Warum schreibt Mike Gericke eine Schulgeschichte? Weil es nötig ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wie war Schule für Mike Gericke in den 90ern? Mit einem Wort beschissen. Und lang. Warum eine Novelle und kein Roman? Gute Frage. Gute Frage. Warum eine Novelle und kein Roman? Einfache Antwort, weil Novellen einfach super cool sind. Super cool. Der Roman kommt später. Wer ist Fabian Fessmann? Fabian Fessmann ist das Konglomerat aller erniedrigten und beleidigten Leute, die ich in dieser furchtbaren Zeit, genannt Schule, jemals kennengelernt habe. Vereint in einer sehr dicken Figur. Warum spielt die Story im Jahr 1998? Gute Frage. Es hat einfach gepasst und irgendwas ist mit diesem Jahr, was mich immer wieder so ein bisschen anfixt. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht. Wie wichtig ist das Thema Mobbing? Ja, was soll man dazu sagen? Das Thema Mobbing ist so wichtig, dass wir viel, viel öfter drüber reden sollten und auch viel mehr in die Tiefe gehen sollten, es aber nicht tun. Und deswegen glaube ich, mitunter viele, viele Generationen von Menschen dieselben Fehler begehen wie die letzten. Genau. Warum verwendet Mike Gericke Umgangssprache? Gute Frage. Warum verwendet Mike Gericke Umgangssprache? Ich glaube, der Grund ist eine Art Versuch, Barrierefreiheit in der Literatur zu schaffen. Einerseits, weil Umgangssprache mehrere Leute potenziell verstehen und deswegen Zugang zu Literatur und meinen Geschichten natürlich bekommen. Und andererseits, es ist einfach geil.
Wie viel Mike Gericke steckt in der Novelle? Da bin ich jetzt aber auf den Topf gesetzt mit. Zu viel. Zu viel, als dass ich da viel drüber reden wollen würde. Das war mein Autoautoren-Interview und wer jetzt richtig Bock bekommen hat, diese Novelle zu lesen, der möge sie kaufen und zwar am 25. Mai oder einfach jetzt schon vorbestellen und genau, dann kommt die frei Haus und alles ist gut.